Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde WWE 2K15. Wir spielen jetzt mal ein Match. Brock Lesnar vs. R-Truth. Dies ist eine kleine, eine kleine Testaufnahme. Ich probiere jetzt direkt über die PS4 ein Video aufzunehmen. Und den Sound dazu mache ich über Computer. Da ich das vorher schon mal probiert habe mit dem PS4-Mikrofon-Headset, was zwar auch funktioniert, aber irgendwie der Sound nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen probiere ich jetzt einfach mal was aus. Wir spielen Brock Lesnar, wie gesagt, gegen R-Truth. Und wir spielen jetzt aber nicht eins, also es wird jetzt quasi ein Einzel gegen KI sein. Ich kämpfe jetzt gegen die KI. Und wenn die Aufnahme so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und wenn das bei euch gut ankommt, dann habe ich mir überlegt, dass wir ja ab und zu mal die Raw-Ausgaben oder vielleicht auch die SmackDown-Ausgaben nachstellen können, so teilweise nachstellen können, dass ich dann immer die Matches präsentiere. Die Großveranstaltungen mache ich natürlich dann immer noch mit meinem guten Kollegen. Bloß, ich will einfach mal probieren, ob das mit dieser Share-Funktion, mit der Aufnahmefunktion, ob das alles funktioniert. Da ich mich jetzt mal nochmal kurz reingelesen habe, wie man Videomaterial von der PS4 auf den Computer drauf machen kann, damit man das dann quasi bearbeiten kann. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, dann hat alles funktioniert. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Wir versuchen es einfach mal. Die Aufnahme läuft schon. Ich spiele Brock Lesnar und ich werde jetzt erstmal das Match so schnell wie möglich zu Ende bringen, weil, je nachdem, wie uns R-Truth hier Probleme macht. Aber bis jetzt sieht es noch sehr gut aus. Und die Superstars sind alle durch den Beschleuniger, den man ja bekommt, habe ich die alle etwas hochgetrimmt. Deswegen kann es sein, dass da mal ein paar Matches länger dauern oder einige Superstars dann irgendwie mehr Kraft haben oder halt sich wehren können. Aber ich glaube, gegen den guten R-Truth werden wir jetzt relativ gut durchhalten können, weil Brock Lesnar, ne, kennt ja jeder, der bei SummerSlam gegen Undertaker dieses etwas, dieses Match, wo man sagen könnte, hat er jetzt verloren, hat er jetzt gewonnen? Ich würde sagen, er hat gewonnen, denn man hat gesehen, der Undertaker hat aufgegeben, was zwar schade ist, aber okay. Und Brock Lesnar ist ja auch bewusstlos geworden, also er hat ihm ja den berühmten Finger gezeigt und ein Konter von R-Truth, okay. Sehr schön, mein F5 wurde gekontert. Ich sage, manche Superstars sind dann etwas besser dran. Ja. Und wie gesagt, er ist ja bewusstlos geworden, deswegen war das meiner Meinung nach auch kein richtiger Sieg, weil bewusstlos, das ist gar nichts. Man muss schon aufgeben oder eben gepinnt werden. Ansonsten finde ich solche Matches nicht wirklich gut. Das hatten wir ja schon damals beim Rusev gehabt. Rusev hat ja auch immer durch Bewusstlosigkeit gewonnen, weil die Person ja nichts mehr machen konnte. Sehen wir zum Beispiel, ich glaube, beim John Cena oder Mark Henry oder Dolph Ziggler waren es, glaube ich, auch gewesen. Da war normalerweise war es ja früher so, man muss den Arm dreimal hochhalten. Und mir kommt das so vor, als ob das mittlerweile nicht mehr so der Fall ist, sondern sobald man sieht, bewusstlos, da ist vorbei. Ja, da ist vorbei und ja. So, dieses Match ist, glaube ich, jetzt auch vorbei. Ist natürlich schön. Und ist jetzt natürlich nicht so, dass andere Matches genauso leicht sind. Ja, die Matches werden natürlich noch schwerer. Und wir haben gewonnen. War ja, ne, Brock Lesnar. Einmal hat uns R-Truth den F5 geklaut. Ja, und hier kriegt man den F5 durch. Wunderbar. Und damit beenden wir das Match als grandiose Sieger. Und ihr könnt natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Matches sehen wollt, denn ich habe ja auch eine Sammlung an Superstars mir mal runtergeladen von einigen Leuten, die erstellt haben. Zum Beispiel den neuen, den es jetzt bei der White Family gibt, der
Roman Reigns und Dean Ambrose ziemlich fertig gemacht hat, den Braun Strowman oder wie der heißt, glaube ich, der Riesentyp, der extrem kräftig ist, muss ich zugeben, ein harter Typ. Und ja, wir haben gewonnen und ob dies funktioniert hat, die Aufnahme, werden wir sehen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zugucken, auch wenn es jetzt nur eine Testaufnahme war. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder eben einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall vielleicht zur nächsten Folge oder eben in einem Let's Play oder eben in der nächsten Großveranstaltung. Und bis dahin erstmal tschüss.